Hey Doc, was soll das Geplärre? Ich machte Mrs. Rosencrantz einen Antrag und sie machte sich über mich nur lustig. Ich wollte sie doch heiraten, um reich zu werden. Oh, ich liebe ihr Vermögen so sehr. Tja, Doc, das klingt echt romantisch. Das berührt mich. Ich glaube, ich helfe dir. Das würdest du? Na klar, aber du musst tun, was ich sage. Comprende? Ja, entiendo, entiendo. Will sagen, ich verstehe. Willst du eine Lady beeindrucken, komponier ein Liebeslied für sie. Aber ich kann doch kein Liebeslied schreiben. Keine Sorge, ich helfe dir. Als erstes brauchen wir ihre Aufmerksamkeit. Meine Güte, ist da ein Vogel gegen das Fenster geflogen? Das ist deine Chance. Sing einfach das Lied, das ich dir aufgeschrieben habe. Hey, sieh da! Haben Sie einen Vogel gegen mein Fenster geworfen? Ja, ich meine, nein, ich habe ein Liebeslied komponiert. Hören Sie zu. Mrs. Rosencrantz, ich lieb Sie. Eine schönere gibt es nicht. Tiefe Falten, kaum noch Zähne. 1000 Pickel im Gesicht. Graue Haare um die Lippen. Lila Krampfadern am Bein. Ach, küssen Sie mich. Halt, stopp! Ihr Atem stinkt wie ein Schwein. Wie ein altes Schwein. Na, der war wohl zu sehr Rock'n'Roll. Hier etwas Klassisches. Ihre Popel in der Nase fallen nachts heraus im Schlaf, weil sie immer Kräuter kauen, sehen sie aus wie ein Schaf. Okay, versuch's doch mal damit. Zeig her! In dem Kleid siehst du fett aus. Vielleicht ist Musik nicht deine Stärke. Versuchen wir es über dein Aussehen. Was meinst du damit? Frauen stehen auf dichtes, fülliges Haar und du bist ein wenig schütter da oben. Hey! Und was du brauchst, ist ein Toupie. Ich werde ganz bestimmt kein Toupie. Oh, das sieht richtig gut aus. So wurde aus dem Pooljung noch ein Poolmann. Jetzt klettere hier hoch und überreiche das. Viel Erfolg, Sportsfreund. Ja. Mrs. Rosencrantz, ich möchte Ihnen sagen, dass ich Sie liebe. Sieh dir mal diesen blonden Schopf an. Mir ist bisher entgangen, wie attraktiv sie sind. Ich möchte Ihnen das hier überreichen. Oh, eine Nerzdola. Nett von Ihnen. Wenn Sie erlauben. Das berührt mich zutiefst. Sie verwöhnen mich wirklich. Leslie! Ja? Komm hoch, Junge, nur nicht aufgeben. Aber sie interessiert sich doch nicht für mich. Das wird sie aber, wenn du mit ihr durch den Tunnel der Liebe fährst. Den Tunnel der Liebe? Das ist die romantischste Bahn, die jemals gebaut wurde. Ist sie das? Oh, da bist du ja. Ich hab mich schon gefragt, wo meine Nerzdola hin ist. Och, vergessen Sie die Nerzdola, meine Liebe. Begleiten Sie mich in den Tunnel der Liebe. Oh, Leslie, mit so etwas bin ich nicht mehr gefahren seit der Weltausstellung 1903. Und ab in die Kanalisation. Als Kinder machten wir Witze über die Aale und Krokodile, die sich ja unten im Dunkeln aufhalten könnten. Wenn meine Freundin Gertrud erfährt, dass ich mit einem jungen Mann in einem Boot im Tunnel der Liebe sitze, errötet sie vor Scham. Mach sofort das Licht aus, Leslie, das zerstört die Romantik. Oh, vielen Dank, junger Mann. Leslie, hör zu, ich muss dir etwas mitteilen. Wegen all der Avancen, der Nerzdola und des Tunnels der Liebe werde ich dich doch heiraten. Jawohl, jetzt gehört alles mir. Das Geld, die Diamanten, die Yacht, die Villa, alles gehört mir. Da täuschst du dich. Nichts davon wird dir gehören. Wenn ich nämlich heirate, enterbt mich mein Vater. Wie, was, wie bitte? Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Sie beide werden bestimmt ein wunderbares Paar abgeben. Hier, ich habe da etwas für Ihren Start in eine gemeinsame Zukunft. Einen Vierteldollar? 25 lausige Cent? Tja, das passiert, wenn man nur des Geldes wegen heiratet. Oft springt wenig dabei raus.